Und willkommen zurück bei Borderlands 2, euer Favorite TV. Einmal wieder der Dante, der Hallöchen! Stark! Hallöchen! Dante hat wieder Spaß und wir haben einen Special Guest. Der Eisenfresser ist mit dabei. Grüße dich! Jo! Grüße! Ach nee, nicht der, ey. Der ist bei GTA schon in die Hölle, Mann. Oh. Alter, wo kommen die ganzen Fremde hier? Was? Alles rein, jetzt schnappt ihr das Ornament. Also das. Mutter Moxi hat immer gesagt, ich müsste schlanker sein, damit Männer mich beachten. Was Ach, weiß krass. Die denn schon? Diese Jungs tun wirklich alles, damit ich ihnen Aufmerksamkeit schenke, trotz meiner Figur. Ja, wäre eigentlich nur vor, dass wir mit zwei Autos fahren würden. Ne? Da lacht doch noch was Liedernes, oder? Guck mal. Ja. Liegt da nicht noch Iridium oder was ist das? Nee, das ist das Blut. Ach nee, stimmt, das war das Blut. Aber die Fässer gehen ab. Aber unsere Karre ist bald im Arsch. Oh ja, ja. Ich dachte ja, man hat schon das ist gar nicht so einfach. Ich habe einfach nur ein Kapitel von meiner Karte. Also, ich kann das. Kommen los! Das erinnert mich irgendwie daran, warum ich überhaupt hierher kam. Was ist denn das, Alter? Aber Moxi nervte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und abnehmen soll. Ich hatte ihre ewige Nörgelei satt und kam hier, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich das gut, dass ich in mich verknallt haben könnte. Was? Was? Ich denke, das sind Geschwister. Das hab ich auch gedacht. Ein bisschen. Alter, was geht denn hier ab? Aber irgendwie wundert mich das Prozess hier nicht. Mann, wo kommen die ganzen Spinnen her, Mann? Muss irgendwo nicht sein. Wolltest gerade sagen, vermutlich aus dem Spinnennetz. Bäm! Würde ich sagen. Da vorne ist noch einer. Damit haben wir schon. Wie viel brauchen wir? Ach. Wir starten hier mitten drin. Die anderen haben natürlich schon den Anfang der Story mitgespielt. Den musste ich schnell aufholen. Das heißt, wir gehen zu den anderen Spielball, die uns verlinkt sind. Und schaut euch den ganzen Kram bei denen. Mir ist einfach gesagt, was hier geht darüber. Wie sind das bei mir geworden? Also, Eisenfresser, es wäre eigentlich genialer, wenn du Bärchen, Cross und mich in deiner Infobox verlinkst. Keine Sorge, tue ich auch. Ich mach sogar einen hübschen Endbildchen, wenn ich an die Folge dran klebe. Oder in der Videobeschreibung. Alles. Nur, dass dieser Adler 300 Pfund und Mörder Titten hat. Ich hab dich übrigens auch bei mir bei LP-Partner und Freunde eingetragen schon. Also, Eisenfresser findet ihr bei mir auf dem Kanal in meiner Infobox. Dasselbe gilt hier bei allen anderen, die anwesend sind für den Wermo, den Dante und den Cross. Wo denn? Achso, der schießt bloß so rum. Wo ist denn ankommen jetzt hin? Das müsste dann übrigens fast das erste Tor von diesem Let's Play sein, das auf dem Kanal rauskommt. Wird ja mal Zeit. Da kommt ein Auto. Warte, Feuer! Oh, ach da! Ich einfach nicht sehen kann. Wir sind am nächsten drauf. Mach die Hornisse. Alles klar, das soll wach. Was? Nice. Eins noch. Eins brauchen wir noch. Magst du nicht erstmal warten, bis ich das Leben wieder aufgefüllt habe? Ja, wir müssen erstmal den dort ausschalten. Den dort. Das Fliegeteil. Oh, wir haben wieder volles Leben übrigens. Ich bin mit meinem Lüste, ziemlich. Ja. Das ist jetzt einfach ein Auto. Oh, fast getroffen, die Sau. Was? Oh. Wo ist ein Auto? Vor uns? Weiter ein Auto. Achso, ja, suchen wir. Genau.
irgendwie ätzend. Hey. Ja. Du alte Scheibenkleisterei. Okay, da muss ich mal ganz kurz was anderes auspacken. Bitte mein nicht. Da vor uns, Lante. Vor uns. Oh, geil. Alter, das halt noch nicht lang aus. Oh. Überlegt. Ich heb dich auf. Mein Schild ist weg. Ja, warte mal, bei ihm. Ah, fuck. Lante, ich bin da. Danke, Bärchen. Oh, da liegen ein paar Health-Gates, holt euch mal. Ja, der fährt mich platt, der Drecksack. Ich hau mal hier drauf. Jetzt war das wieder meine eigene Granate, weil dieses... Ja, weil dieser blöde Wichser meine Granate abgefangen hat. Komm da, du gehst runter. Komm schon, lad schneller nach. Arsch. Ah, die Karawane, die Karawane ist weg, hä? Oh. Ein Geschütz kommt jetzt. Echt? Oh, guck mal. Ohne Schüler nicht kommen. Ey, ich glaube jetzt sogar alt. Ohne Aufstieg. Was? Ich bin auf der Kante gelandet und wieder sterben. Ich schieße gerade in der Schlossung rein. Geile Scheiße. Achtung, noch eine Karre. Ja, ich hol mal grad schnell. Ich bin auf die Karre gesprungen, während ihr auf den Zug gefahren seid. Ah, ich hab keine Granate mehr, die Scheiße. Granate! Ach, Manu. Danke, Bärchen. Okay, sonst wir das Auto weg. Warte, weg. Weißt du, dass wir das Auto mit dem fahren? Vorsicht! Oh, so ein Assi. Ich steck uns so auf, hier. Ich leg auf. Lege. Ach, ich hab keine Muni mehr, alles klar. Ruhig bleiben. Du hast einen Punkt bei mir. Lebst du einen wieder? Hallo? Ich nicht hier. Ich bin gestolpert. Jetzt laufen wir aber wirklich mal durch hier. Ja, genau. Ich regeneriere mich zum Glück, während mein Schild aktiviert ist. Oder wenn mein Schild auch voll ist. Alter, was ist das? Kaum ist Eisen da, schon ist nur Stress hier, ey. Furchtbar. Hey, Kraus, was ist los, Mann? Ich heil dich nur. Ach so, stimmt, du kannst ja schießen mit Heil. Ja, verdammt. Ich vergaß, Mann. Entschuldigung. Was? Vergaß? Was? Er hat Gas gesagt. Ja. Zu viel am Hahn schnüffelte. Hui! Kann mal sprinten hier. Da kommt ein Auto. Ich hau mal ein Geschütz hier ein. So, kein Problem. Ich nehme mein Geschütz einfach wieder mit. Alter, das ging irgendwie schnell. Was für einen Schrotz hast du denn? Aber das Auto kann man nicht übernehmen, ne? Ornamente einfach rundrum in der Garage. Der Laden wird spitze aussehen, wenn wir die angebracht haben. Natürlich, Eddie, natürlich. Einfach hinrennen. Selbstverständlich. Was war das? Jetzt nur keine Entfernung. Der Eisenfresser sammelt auch schon alles ein, weißt du? Natürlich. Wenn man jetzt über eins lernt, dann ist doch pure Gier. Oh. Meine Feelinge sind zu Hause. Nur Ornamente platzieren, ne? Die Leute werden das beim Rein. Das ist mein Farbheiß! Oh, nein, ich sehe kein Auto. Das da sieht gut aus. Munition kaufen. Und dafür haben wir jetzt
unsere Karre und unser Leben riskiert. Na toll. Ja, ja. Und für die Erfahrung. 5, 6 Ornamente. Also ich will, ganz ehrlich, ich will mein Geld zurück. Munition kaufen. Du bist mein Million, lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge alles voll machen. Ach nein. Ich bin runtergefallen. Hey, Dantermann. Hey, Crossmann. Für die Zuschauer bei mir, die nicht wissen, was Borderlands ist, schaut euch bei den anderen an. Hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. So einfach ist das. So. Du hat wiederholst dich gerne, hä? Wir müssen erstmal von Eddie abholen hier. Das stimmt ja. Damit ihr uns hier unsere Belohnung kriegt. Hier, 976 Erfahrung. Oh, ey. Yeah, Level 13. Level 13. Ich bin noch Level 12. Oh, ja. Loser. Blöd, gell? Jetzt mal auf Schützenplatz hier. Also, krass, ich fahr was Eigenes, ne? Ja. Ja. Meine Alte, die steckt voll genial aus der Karre aus. Guck mal, Bärchen. Dicke Better! Warte. Okay. diese Angeber schon wieder. Einfach, die Dame. Diese Lehrer schon wieder, die nichts können. Oh, bin drin. Wo kommen wir? Ja. Haben wir noch eine Sidekick oder sowas? Ich prüfe das schnell. Oh, ich hab drei Badass bekommen. Nein, nur noch die Hauptquest. Juhu! Und erstmal in die Wand gefahren. Boah. Warte. Kritischer Trefferschaden. Schild Ladegeschwindigkeit. Schild ist super. Hast du noch ein anderes Geschütz jetzt oder was? Ja, du kannst hier so Kreissägen draufpacken oder aber. Ja, ihr solltet bloß hupen. Ihr sollt nicht rumschießen. Ich muss erstmal da hinfahren. Ach, stimmt ja. Achso, stimmt ja. Dachte. Was denn? Oh Mann. Ja, bleib ruhig. Komm mal, unser Happy Pick Motel. Schweine reiten. Und ein Ladebildschirm. Jetzt wisst ihr, was Cross privat gerne macht? Schweine reiten. Hast du eigentlich deine Facecam, Loof? Nö. Schade, den Gesichtsausdruck hätte ich gern gesehen. Das Spiel im Vordergrund. Warum meinst du sonst verwechselt man dich mit deinem Charakter oder was? Jojo. Ungefähr. Scheint einer von uns zu sein, lasst ihn rein! Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen! Ach Mann, sind die doof, ey. Ja. Gut, da ist ein Auto, das nicht zu uns gehört, aber das lassen wir nicht rein. So, werde ich alle wegkriegen. Also anstatt das hier oben, dass wir das hier zurückziehen. Ich sehe nichts, weißt du? Ich sehe absolut nichts. Wahrscheinlich sollst du da auch nicht mit dem Auto durch, sondern einfach einfach rein da. Einfach ja. Reingehen, alles tot. Lege dich an! Schießen! Alles klar! Alles! Hier! Kommt her! Oh, was? Oh, Level 13! Du, Psycho hier! Nahkampf! Schnapp ihn dir, Batmo! Und wer kommt denn jetzt? Was hat er gesagt? Mad Dog? Batmo. Ach, ein Schildarsch. Ich hasse Schildärsche. Diejenigen, die bei mir Dragon Age und Batman gesehen haben, wissen, warum ich Schildärsche hasse. Batmo. Was die Bärmo. Boah. Alter. It is Mary Midnight. Geil. Achtung, wir haben den Badass. Klasse. Wow. Hab was für dich! Boah, der ist bei mir, ist bei mir! Stell dich und sei keine Pussy! Ich habe nie die Kids gefunden! Ich kann neues Glück kriegen! Du presst mein Ultrasanat! Das ist eine geile Runde! Wir haben den Back, da rennt zwei Stück von denen rum! Gut, da! Ach! Der Batman liegt in der Luft! Was liegt in der Luft? Okay, jetzt fang ich mal meine Schrotze und das Explosivgewehr. Ah, ich hab das Explosivgewehr gar nicht ausgerüstet. Okay, dann bleib ich jetzt mal bei der Hornisse. Noch Korrosion, schau, der nimmt ja gegen Rüstung. Ja, der hat ja keine Rüstung. Ja, dann fang ich mal Explosivteile aus. Rüstung siehst du daran, wenn die die gelbe Lebensanzeige haben. Rocket Torpedo! Hält der aus, denn?
viel, finde ich. Scheiße, ich schieße ihm dazu schon kleine Loch da. Oh, Dante, vielleicht der Sniper für dich? Eisen! Ja? Ja, läuft das ein bisschen anders wie mit deiner Schwester. Also so. Mal schön gechillt zurückhalten und teilen. Gut, teilen. Munition. Was ist das? Ich kann nur zerteilen. Teilen macht Spaß. Teilen macht Spaß. Uhu, 11 Geld gefunden. Kann man hier runterfallen? Stimmt, ne? Rennt da vorne noch was rum? Die schlafen in der Luft. Aber keiner weiß warum. Manche schlafen im Stehen oder im Schrank. So, ich führe den Schlüssel ein. Wir haben Kamera sowohl gefunden. Endlich mal was, was du einführen kannst, ne? Was? Oh, Kamera-Symbol. Links von Eisenfresser. Kamera-Symbol. Oh. Ich bin da rumgeklatscht. Dann. Haha. Ha. Nein. Oh, guck mal. Der Eingang wurde von einem Bullenkopf bewacht. Oh, Dante! Alter! Was denn? Ich bin am Weg vorbeigekommen. Und es hat mich 625 gekostet. Ich gehe hier hinten über die Dächer. Bärchen, komm her. Ja, du hast recht. Wir nehmen den sicheren Weg. Kann man genau. So hoch. Was, das kann man so, wollen wir da rein oder? Wir müssen da rein, ne? Warte, ich muss jetzt mal noch. Wo war das Kammer-Symbol? Ja, du musst. Du müsstest es direkt schon sehen. Ne, du musst runterspringen. Da war ich schon. Eisen zurück. Da an der Wand. Rechts. Ach, da. Da. Ja. Oh Mann. So, hast du es? Ja, hab ich. Gut. Ab in die brennende Hölle. Hä? Ach. Wer hat einen Ladeschirm? Was? Bloodshot Stronghold. Oh ja. Bist du drin? Sehr gut. Roland ich, das muss hier irgendwo sein. Oh, du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, sieh zu, dass Roland nichts passiert. Ich kann erstmal kurz eine Fähigkeit, einen Fähigkeitenpunkt vergeben. Sind wir schon drin? Wie kommen wir wieder raus? Oh. Ist alles verkrampft. Schild weiter verstärken hier. Ja, echt? Ja. Kraus, ehrlich jetzt? Verkrampft? Was? Wovon redest du? Ja, ja. Hier sind zwei Leute. Oh, Iridium. Hä? Drei Worte, mein Freund. Da ist ein Säurebehälter. Den Bruiser, die knall ich ab hier. Das ist ein Säurebehälter. Was war mit den Dahlwaffen eigentlich nochmal kurz? Für was? Ich weiß mal nicht. Und dann können wir den Raum kurz verlassen. Was war nochmal? Was war mit den Dahlwaffen jetzt? Was hatten die Besonderes? Ich weiß es schon auch nicht mehr. Feuerschuss beim Zoom. Ah, okay. Oh, Granate! Könnte man ja glatt mal testen, das Ding. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wieder haben. Aber was macht denn da oben schon wieder? Ja, die haben angefangen. Der Raketen mehr verriegelt. Jetzt wollte ich auch Nässe auspacken hier. Und das ist die Schrotze. Was hast denn du? Keine Bewegung. Och, Eisenfresser. Ja, ja, ich muss kurz. Hauptsache Bärchen gerade. Weniger sterben. Erstmal hier die wichtigen Waffen auswählen. Ja, ja. Oh nein. Alter, was war das denn jetzt? Das war was? Ich? Ups. Sorry. Was ist das denn?
Hat dich das Leben gekostet? Ja. Sorry. Ja, das war nicht alles so schlimm. Das hab ich nicht genommen. Ich verlange nicht viel für Roland. Eine Million Kröten. Hallo? Ist das Ding an? Heilung! Du kümmerst dich um die Bloodshots? Sie haben versucht, Roland zu erledigen, seit er sie aus Sanctuary vertrieben hat. Ja, ist ja gut. Hätt's wissen müssen. Euridium! So. Ja, hier sind Granaten. Es ist nicht zu übersehen, dass die Bloodshots, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Ja, kauft ist bei gut. mir ein und diese Bloodshots sind in 0,0 tot. Sehr schön. Aber halt, stopp. Warte, geht irgendjemand da hinten halt, weg? Stopp. Jetzt ich stehe ganz wartend. Was war das? Testschuss. Ja, Testschuss. Kost. Aber. Oh, Kross nicht ins Ohr. Ist auf eine Runde Sparring. Ja, ja. Kross gegen dich möchte niemand kämpfen. Drück mal auf V1. Du willst kämpfen? Oh Mann, ey. Also, ich möchte das wissen, der Kross. Nehmt das! Netter Versuch. Was? Na, wie geht's? Ah. Ihr habt ja auch eine Provisionswaffe gebracht, das war mies. Gut, schnapp sie! Noch viel weiter aus dem Fahrt. Es hätte ruhig ein bisschen eher kommen können, Bärchen. Kross. Ja, war vorher nicht bereit. Weniger sterben, mehr schießen! So, kurz mal exportieren. So, Bärchen, hast du die Folge jetzt schon beendet? Ja? Ja. Ja, dann mache ich das jetzt. Ciao, ciao.